Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Star Stable Halloween Event 2020. Ich stehe hier immer noch bei dem Trailritt und ich frage mich, wo das Ende ist. Ich blicke hier nicht durch. Blicke schlicht und einfach nicht durch. Da hinten war das mit der Spinne. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste eigentlich gefühlt mittlerweile überall gewesen sein. Oh Gott. Das kam unerwartet. Okay, also da geht's nicht durch. Irgendwie, warum auch immer. Hä? Jetzt sind wir wieder hier. Warum geht's hier nicht durch? Hier ist doch kein Wichtel, mit dem ich quatschen kann. Das muss ich nicht verstehen, oder? Aber das muss doch irgendein Ende haben. Leute, ich habe keine Ahnung, wo das Ende ist von diesem Ritt. Aber da geht es ja auch nur wieder zurück. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, es mit der Spinne nochmal zu machen. Sollte... Sollte ich nicht hier bis zum Ende durchkommen? Okay, da geht's auch nicht weiter. Hier ist noch mal eine Höhle. Magisches Nachtlager? I don't know. Also ich habe keine Ahnung, wie wir hier durchkommen. Weil eigentlich muss der sich doch irgendwie abschließen lassen, oder nicht? Aber wir müssen noch den Fackeln folgen, oder nicht? Irgendwie.
Was steht da drauf? Schloss. Schloss Marchengast. Da kommt man aber doch auch nicht hin, oder? Nope. Der Weg ist versperrt. Gibt es hier noch einen anderen Weg, den ich nicht gesehen habe bislang? Hier rauf. Ach, da ist wieder eine Spinne. Und Leute, ich möchte nichts mehr mit Spinnen machen. Ihr habt selber Angst oder was? Ich möchte da nicht dran vorbei. Spinnen sind eklig. Selbst die Spinne, die ich eigentlich im Spiel putzig finde in der kleinen Größe, finde ich in der Größe dann doch ekelhaft. Oh, das Problem ist, wenn ich jetzt die Augen zumache und da einfach durchreite. Das ist der Weg, den wir eben geritten sind. Ist da stehen geblieben. Pui, das ist echt schlimm für mich. Hier sind wir eben runtergekommen. Da sind wir lang geritten. War ich hier schon? Hier geht's scheinbar nicht rauf. Leute, keiner macht aus diesem Trailritt so ein Drama wie ich und findet hier den Weg nicht mehr zurück. Gut. Wir haben den Ausweg gefunden. Wow, und ich habe nur 2 Folgen dafür gebraucht. Ja, gut. 100 Erfahrungspunkte hat es gebracht. Ich möchte jetzt mal noch in den Shop gucken. Lagerkürbis. Was ist da drin? Ach so. Ach, das ist ein Kleiderschrank. Das ist praktisch. Was haben wir hier Neues? Oh, sogar Chumpy-tauglich. Wie so ein Zylinder, das wäre schon eher was für mich. Aber ich würde generell sagen, das ist nicht so... Es sind halt für mich eher Kostüme. Und ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der jetzt in Kostümen rumreitet. Aber was ich cool finde, ist, dass das alles Chumpy-tauglich ist. Und auch von den Schillingen her, okay. Okay, hätte ich gesagt. Die Decken vielleicht. Die Decken wären vielleicht schon eher interessant. Die würde ich mir mal gerne von der Seite noch angucken. Die finde ich cool mit der Katze. Die Decke ist eigentlich auch ganz cool. Also da muss ich mal schauen, ob ich die Decke mir vielleicht leisten kann. Im Laufe der Zeit. Zaumzeuge. Ich würde ganz gerne näher ranzoomen, kann ich aber leider nicht. Ja, sehen so halt eigentlich auch ganz cool aus. Hier Katzenbandagen. Die hier finde ich auch, die finde ich ganz cool. Gamaschen in Purpurfarben. Mit dem Dings zum Binden vorne vor die Taschen finde ich auch nice. Die würde ich mir notfalls vielleicht auch noch von Starcoins holen, wenn ich es nicht anders schaffe. Also die sind schon cool, die gefallen mir gut.
Schick, schick. Jo, und damit haben wir uns eigentlich hier, glaube ich, alles angeguckt, was es so gibt. Ich würde jetzt, glaube ich, mal noch die Rennen hier nochmal ohne euch machen, denn die habt ihr ja schon gesehen. Und dann würde ich vielleicht mich in der nächsten Folge mal noch mit dem Kürbis beschäftigen, hier mit der Kürbissuche. Und schauen, ob wir irgendwas von diesen Seelensplittern noch bekommen, von diesen Wirbeln, die wir da verfolgen können. Ich bedanke mich also ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, ihr habt unter Garantie nicht so lange gebraucht für diesen blöden Trailritt wie ich. Und dann macht's gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gut fandet. Natürlich würde ich mich auch sehr bei kostenloses Abo freuen, wenn ihr das nicht schon dagelassen habt. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr künftig kein neues Video mehr. Also dann, macht's gut, bis dahin. Tschüss!